Ja, hallo bei einer neuen Folge meiner Sendung Ohne Maulkorb mit tolle Zahlen. Mit interessanten Themen, vor allem aber mit interessanten Gästen. Und ich freue mich wahnsinnig, dass heute mein Gast ein Weltstar des deutschen Sprachraums ist, Barbara Wussow. Ich freue mich, Barbara. Ich danke dir für die Einladung. Ich bin so froh, hier zu sein. Schön. Das ist ganz, ganz lieb von dir. Wir werden viel über auch gemeinsame Sachen sprechen, deine Karriere und vielleicht auch das ein oder andere, was man noch nicht gehört hat. Aber nachdem ich selber so eine Quatschtante bin, habe ich mir jetzt angewöhnt, am Anfang gleich ganz schnell eine Frage zu stellen, damit der Gast sozusagen die einmal... Die Chance hat zu reden. Genau. Und ich habe mir gedacht, bei dir würde mich interessieren, was ist eigentlich Glück im Leben für dich? Ach, Glück für mich ist die Situation, in der ich jetzt bin. Ich habe einen lieben Mann, ich habe zwei gesunde, süße Kinder, ich habe jetzt auch einen Hund seit 3 Jahren, ich darf arbeiten, ich darf reisen, ich habe einen Job durchs Traumschiff, der ganz schön war, bis jetzt durften wir reisen, es wird wieder gehen. Also Glück ist klein. Glück ist auch in der Früh, wenn ich bei uns in Wien hinauf zum Kobenzl gehen kann, spazieren mit dem Hund oder zum Oktogon hinauf und über Wien sehe und sage, Dankeschön, ich bin gesund, es geht mir gut, ich habe Arbeit, ich habe eine süße Familie, das ist Glück, was will man mehr? Man sieht es dir auch an, weil Schönheit von innen, wie man so schön sagt. Strahlt. Ja, es geht mir, ich bin ein sehr positiver Mensch, absolut. Ja. Wir waren ja sozusagen ganz früh, fast würde ich sagen, Kindes- oder Jugendlichenalter Nachbarn, unter Anführungsstrichen, in Döbling im 19. Bezirk. Ja, wir waren Nachbarn und ihr hattet das schönste Geschäft Wiens, nämlich ein Spielwarengeschäft, wo mein Bruder und ich, also das größte Glück der Welt war, wenn wir zu Dolle Schal ins Spielwarengeschäft gehen durften und dort etwas aussuchen, was nicht immer der Fall war. Und das war auch immer sehr besonders. Und wir kannten uns schon von sehr lange her und ich habe dich angeschwärmt, das junges Mädel, weil du bist einer dieser Männer, die für mich erotisch und sinnlich sind, weil du lange Haare hast und weil du ein fescher Mann bist. Und ich es so schrecklich finde, wenn sich die Männer die Haare so abschneiden und abrasieren. Und ich dachte mir immer, da kommt der Märchenprinz mit den langen schwarzen Haaren daher. Und dann war es der Indianer und dann war es der Ritter. Und jetzt ist es der Rudi und du bist doch immer so schön. Herrlich. Um Gottes Willen, magst du mir jetzt verlegen. Nein, das war jetzt ehrlich. Und vor der Kamera, live. Ja, also dazu muss man sagen, ich habe heute die Haare anders als sonst. Und das ist deswegen, weil wir in der Maske waren und das ist auch immer die Zwischenphase. Ja, nein, und dann binde ich sie hinten zusammen. Nein, bitte und nicht. Nein, bitte nicht. Nee, bitte lass sie offen. Bitte. Endlich ja, bin ich dir so nahe und ja. Du hast die Haare hinten zusammenbunden. Nein, bitte nicht. Lass und sie offen. Wer kann schon einer schönen Frau einen Wunsch abschlagen? aber um nochmal zurückzukommen zum Spielwarengeschäft und zum Spielwarengeschäft im 19. Bezirk Döbling in der Obkircher Gasse. Meine Eltern wären jetzt wahnsinnig glücklich und haben im Himmel vermutlich haben sich gefreut, dass du so lieb über das gesprochen hast. Ich habe ja ungefähr mit 15, also vielleicht habe ich dich auch bedient, weil ich musste ja bis 15 im Sommer die Hälfte meiner Schulferien im Geschäft arbeiten, weil mein Vater gesagt hat, du wirst es einmal übernehmen. Ja, ich war gerne bei deiner Mutter, habe gerne mit dir geplaudert. Ja, und dann danke. Die andere Verbindung, die Obkirchergasse ist, oberhalb des Geschäftes Dolle Schal, ist die Wohnung, die mein Mann bewohnt hat, als er jung war und Kind war mit seinen Eltern. Familie, und seine Familie, vor Delhi. Mutter, Vater, seine beiden Brüder, Vater. Sehr streng, Also die Verbindung ist ja schon lange da. Von der Frau Fortell. Eigentlich Fortell nie, ne? Fortell nie, ja. Fortell nie ist der richtige Name, weil die Verwandtschaft meines Mannes kommt aus Italien. Die waren irgendwann Ärzte aus Mailand oder so. Und daher ist der richtige verheiratete Name Adalbert Fortell nie und bei mir auch Barbara Fortellny, Bindestrich, Wusso, aber nur in den, wenn ich ganz offiziell... In den Papieren sozusagen. In den Papieren. Ich habe es mir hart erarbeitet, meinen Künstlernamen, über 38 Jahre. Na und auch sehr erfolgreich. Der Albert, wir haben uns oft in der Obkircher Gasse, wenn er gewartet hat, bis es, oder das Auto rausgeführt hat, oder so eine Garage rein. Ja, schmale Garage hinein, genau, ganz und links und rechts waren Teile des Geschäfts meiner Eltern. Genau, da war das. Und ich bin dann oft von der Schule gekommen. Also, dass du das so geschwärmt hast für mich, dann muss ich dir auch noch ein Geständnis machen. Also, ich war ja schon etwas später eigentlich schwer in dich verliebt.
Aber es war nur so, da warst du schon liiert. Aber und geht. Außerdem war ich ehrlich gesagt schüchtern. Das glaubt man das mir heute nicht. Hast du mir nie spüren lassen. Aber, na, schade. Naja, wie soll ich spüren? Ja. So ja transparent. Nein, ist richtig, ist richtig. Ja, aber nein. Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Aber unter anderem, und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, hast du mir in der Wiener Stadthalle einen großen Preis übergeben. Und zwar den allerersten Pop-Amadeus. Na, ja, stimmt. Ja, genau. Den Pop-Amadeus. Genau, genau. Also der Vorgänger des jetzigen Amadeus Awards. Und der war damals in der Stadthalle, veranstaltet vom Herbert Fechter. Stimmt. Und ich habe damals gewonnen fürs Video des Jahres, richtig. Rock Me Amadeus Falco. Und du hast mir es übergeben. Ich habe noch ein Foto davon, wenn ich jetzt. Du hast es nicht mit. Ich habe es nicht mit, weil ich bin auch ein bisschen schlampert mit den Fotos. Nein, aber das finde ich so witzig. Ja, das suche ich das wurde doch, das Video wurde doch gedreht oben im Belvedere, oder? Das wurde gedreht im Palais Auersberg. Das war mir Amadeus. Ach, Auersberg war ja, das? Ich, ah, ja. Verstehe. Ja, Schwarzenberg, Blödsinn. Palais Schwarzenberg. Palais Schwarzenberg, oben ja. In diesem kleinen Schlösslein da oben. Ne? Nein, das ist die Auffahrt. Ja. Also, das ist Schwarzenberg? Schwarzenberg. Ja, jetzt hast du mich verwirrt. Das ist in diesem ich alten dich verwirrt, Palais. Super. Ja, aha, ja gut. Du ah, verwirrst mich das. Ja immer. Gut. Ja. Also, Frau Wussow, am besten, wir sind jetzt per Sie, damit das Ganze dann nicht abgleitet. Nein. Bitte. Aber, ich kann dich auch per Sie verwirren. So nein, das weiß ich doch. Also ein bisschen, man weiß das ja alles, aber eigentlich bist du geboren in München. Ja. Und kamst mit circa 6 oder so. Ich bin in München geboren, weil beide Eltern waren im Residenztheater in München engagiert. Mhm. Und dann wurden sie beide ans Burgtheater engagiert. Mhm. Und dann kam ich eben mit 6 Jahren hierher und bin dann hier im 19. Bezirk Brav in die Maria-Regina-Klosterschule gegangen, 12 Jahre lang, wo meine Kinder jetzt auch hingingen. Und, die sogenannte Hofzeile. Hofzeile, ja, kennst du. Wo ja, dort du? Wurde ja auch meine Schülerzeitung verkauft. Ich war im 2. BG 19 in der Billrothstraße. In der Billrothstraße, na gut, das waren ja nur Burschen und wir waren ja nur Mädchen. Genau, damals war und das dann ja hat man sich in der Mitte irgendwo getroffen. Genau. Im Eissalon Ruppenbauer, als den zum es noch Beispiel, gab. Zum Beispiel, oder im Café Billroth. Oder Café Billroth, das war natürlich das war besonders. Oder Café Amigo. Das war vis-à-vis von Billroth. Aber jetzt gehen wir, glaube ich, zu sehr ins Detail. Du, da durfte ich nicht hingehen, weil ich war so streng erzogen. Und so behütet, ich durfte bis warst 19 du, nicht ausgehen. Das war ja eine katholische... Ja, aber meine Eltern waren so, ich durfte nicht ausgehen. Ich war mit 19 zum ersten Mal in einer Disco, da kannst du dir vorstellen. Wahnsinn. Ganz schön. Ja, hast du einen Nachholbedarf gehabt? Ich habe nachgeholt, ja. Aber sozusagen diese frühe Zeit in Döbling. Aber ich meine, wie ist denn das, zwei so tolle, also Mama, tolle Schauspielerin, Papa, toller Schauspieler, man wird in so eine Familie hineingeboren, wird dann selber oder entdeckt das. Wie hast du das für dich entdeckt, dass es auch dein Weg ist? Du, es war ganz normal für mich, mit Schauspielern aufzuwachsen, in der Garderobe des Burgtheaters, bei den Proben zuzuschauen, die Krottendorf und der Wussow, und da waren halt jemand. Zu Hause wurde also immer, mussten wir ruhig sein, weil irgendjemand hat immer irgendwelche Rollen gelernt, musste sich vorbereiten, ist am Abend zur Vorstellung gegangen. Meine Eltern hatten zwei völlig verschiedene Auffassungen von dem Beruf. Meine Mutter war in der Früh aufstehen, die Kinder in die Schule bringen, auf die Probe rennen, nach Hause, was kochen, am Nachmittag Lateinvokabeln abhören, am Abend Heilige Johanna spielen. So. Mäntelchen ausziehen, ich bin wieder da. Mein Vater, lange geschlafen, in sich gegangen, eine Zigarette geraucht, Kaffee getrunken, dann noch was gelernt, auf die Probe gegangen. Am Nachmittag bis 3 Uhr war Ruhe, durfte man sich nicht rühren. Am Abend hatte er Vorstellung, okay, die Vorstellung. Also wirklich zwei Welt. Ich bin eher so wie meine Mutter, bin so Hans Dampf in allen Gassen. und dann, ich wurde ja von meinen Eltern erzogen, ja nicht Schauspielerin zu werden, aber ja nicht, aber sowas von überhaupt nicht. Und ich war Galaxien anders als jetzt. Ich war ein ruhiges, stilles und schüchternes Mädchen. Und für mich war der Berufswechsel von Bühnenbild, Kostümbild, was ich ja vorher gemacht habe, 4 Jahre, war eine Lebenstherapie. Weil es ist alles ausgebrochen aus mir heraus. Mhm. Na gut, das Mädchen bist du ja irgendwo sicher immer noch in dir sicher. Selbst. Na klar. Ja. Na, wenn ich das nicht wäre, wäre es traurig. Ja, genau. Nein, ich bin ein romantisches Wesen gewesen. Ich habe also meine Märchen gewesen, du bist sicher jetzt ja, auch noch immer romantisch. Noch, immer. Ich liebe Liebesfilme, deswegen drehe ich so gern Rosamunde Pilcher-Filme, weil es ist einfach so schön. Diese Schlösser sind so schön. Und ich drehe auch gern Traumschiff, weil ich reise so gerne und ich sehe so gerne fremde Länder. Und ich bin, ja, also ich habe Gott sei Dank ein bisschen Glück gehabt, ja. Nein, du, also ein bisschen Glück und sehr viel Talent und sehr viel und bist sehr erfolgreich. Ich meine, Traumschiff, ich meine, ich habe es ein bisschen aufgeschrieben heute in der Früh. Schau, ich habe angefangen, Schlosshotel Ort. Ja, das sind die Fernsehsachen. Ich habe ja angefangen am Theater. Genau. Im Theater in der Josefstadt. Hast du mit dem Qualtinger Rosenkavalier ja, gespielt? Rosenkavalier. Das war mein Debüt als Sophie im Rosenkavalier und das war wirklich unbeschreiblich. Da war von der Nentwig bis zur Degler, vom Sikat Rupp bis zum Wieland Ramhab alle die großen
Granden der Josefstadt. Dann war ich 3 Jahre engagiert, habe auch mit Käthe Gold gespielt. Dann habe ich 9 Theatertourneen gemacht durch Deutschland. Dann habe ich in Düsseldorf gespielt, in Hamburg gespielt, in München gespielt, in Frankfurt gespielt. Also Gott sei Dank auch immer schön gespielt, Theater gespielt, ja. Back to the Roots, sehr wichtig. Und dann kam halt die Schwarzwaldklinik im Jahre 83 und dann kam das ZDF. Und dann kriegte ich eine Zehe in den deutschen Fernsehen hinein. Und da bist du bis heute. Aber bleiben wir noch einmal ganz kurz beim Gwaltinger. Bitte, bitte. Oh, ja. Der für mich ja eines der wenigen österreichischen Genies ist. Und das, ich nehme dieses Wort, also diese Bezeichnung sehr selten in den Mund. Für mich ist beim Musikalischen der Christian Kolonowitz ein Genie, weil ich mit ihm viel gearbeitet habe und er von Klassik bis zu Hip-Hop alles beherrscht. Ja. Aber der Gwaltinger, den ich bin ja mit seinem Sohn in die Schule gegangen. Nein. Die Welt ist ja so klar. Nein, da schaut diese Verbindung. Nein, also der Gwaltinger Sohn ist mit mir ins Gymnasium gegangen und ich habe den Gwaltinger als Vater kennengelernt. Und sie waren aber schon die Mutter, die Leonore von einer Tageszeitung, die nicht die Kronenzeitung war. Und hat im 19. da auch in der oben da, in der Nähe vom Karsgraben kam die haben die gewohnt, also die Mutter. Ja. Und da habe ich öfter ein paar Mal das Vergnügen gehabt, den Gwaltinger zu treffen. Als Papa. Als Papa. Ja, also das war noch lange. Ja, das war ein toller Mensch. War er streng oder nicht streng? Nein, es war ein toller Typ. Ich kann mich sozusagen. Er war blitzgescheit. Ja, wobei ich habe den Sohn. Ja, blitzgescheit. Ich habe den Sohn vor ein paar Jahren interviewt, weil ich habe für Servus TV dann einmal eine Serie gemacht, wie ich als alleinerziehender Papa viel in Österreich war. Das hat geheißen Österreichische Kabarettlegenden. Und da habe ich über alle Lebenden was gemacht und angefangen habe ich mit dem Gwaltinger. Da habe ich den Sohn noch einmal interviewt. Da hat es natürlich Licht- und Schattenseiten gegeben bei so großen Menschen. Die brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Künstlerischen Familien gibt es auch. Aber wie war das für dich? Na, für mich, ich war damals... Ich war noch in der Schauspielschule und ich kam zum Vorsprechen, beide Eltern wieder mal nicht in Wien, die hätten es mir sowas von verboten, dass ich dorthin gehe für eine Rolle, weil ich war ja noch nicht fertig mit der Schauspielschule. Aber ich wurde genommen, Rudolf Steinböck hat damals Regie geführt, mit der Auflage... Auch ein toller Mann. Ein super toller Mann. Aber mit der Auflage, dass ich während der Spielzeit, ich werde genommen, meine Bühnenprüfung ablegen muss, meine Gewerkschaftsprüfung und mit meiner Mutter die Rolle einstudieren muss. Meine Mami war eine sensationelle Schauspiellehrerin. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich habe auch große Kritiken gehabt. Wunderbar, Viktor Reimann, Kronenzeitung. Große. War sehr glücklich. Da Stolz. Wächst ein Talent. Ja, ich war sehr glücklich. Und ich muss dir sagen, es war für mich eine unglaubliche Ehre und eine unglaubliche Faszination, diesem Mann zuzusehen, wie der an die Rolle heranging und wie er sie lebte und wie er mich auch behütete auf der Bühne und mir geholfen hat. Und dann nachher auszugehen ins Café Maria Treu, bis in die Puppen dort zu sitzen und seine ganzen Geschichten zu hören und seine ganzen Witze und Bonbons und Sachen. Und er hatte für einen Mann die schönsten Hände. Die man sich nur vorstellen konnte, die auch zu diesem großartigen Riesenkörper gar nicht passten, weil sie war lang und feingliedrig und sensibel. Er hat mir gesagt, wie passt denn das zusammen? Aber es war toll. Und der Mann war so lieb. Er war so, und ich hatte Premiere, ja, Rosenkavalier-Premiere. Ich muss an der Rampe stehen, ein Gebet sprechen als Sophie und merke auf einmal, dass sich mein Unterrock, dieses Riesengitter, löst. Und langsam, aber sicher hinuntersinkt. Und ich hatte einen ganzen Akt zu spielen. Also die Panik brach aus. Ich habe das Gewand nur so gehalten. Habe also auch Helmut zugetischt. Mein Unterrock. Und alles fällt. Und die ganzen Gassen waren auf einmal voll mit Inspizienten und mit Leuten. Der Vorhang muss fallen, wenn die Kleine die Nerven fallen lässt. Also Premiere. Ich habe es aber durchgehalten bis zur ersten Eckpause. Und er hat mir immer geworfen, ich helfe dir, ich mache alles, was brauchst du? Und habe auf dem Schoß mich gezogen, nicht, dass ja nichts passiert. Und dann habe ich also nur den Rock fallen lassen. Es war nur ein Haken und es fehlte ein Sicherheitsband. Und ich habe seit diesem Moment immer meine ganzen Requisiten vor einer Vorstellung inklusive der Kostüme kontrolliert. Ich bin verantwortlich für meine Requisiten und für meine Kostüme, nicht nur der Requisiteur. Mhm. Solche Sachen habe ich gelernt und er hat mir damals so geholfen. Er hat gesagt, Kinderl, ich mache das schon. Komm, spiel weiter, es geht schon. Naja, er war ein toller Mensch, weil ich durfte mal die große Luise Martini interviewen. Ja. Oh.
zu einer Serie für den ORF, die hieß Weltberühmt in Österreich. Ja. Und da hat sie gesagt, der Dicke war sehr behend. weil er sehr gut getanzt hat. Ja, er konnte sich super bewegen. Und man bewegen. Überhaupt nicht sich denkt, dass das, ein so korpulenter du Mensch... Du hast es vergessen. Das ja? ist wirklich vergessen. Ja? Also man hat vergessen, dass der Mann wirklich also sehr schwer war, sagen wir mal so. Und auch sehr geschwitzt hat immer auf der Bühne. Aber das ist wurscht, das machen ja manche dicke Leute. Aber das war, für mich war das eine Ehre. Eine Erscheinung. Mitzuspielen. Und dann war ja wirklich, dann war die Marschallin, war die Marianne Nentwich und dann Sikatrop und die Degler und die Ramhardt und Wieland. Es war eine Jahrhundertproduktion, nicht? Ich war mit Kutscherat Regie geführt. Vorher hast du noch mit der auch großen, ich meine, wir sprechen natürlich jetzt über große Namen, liebe junge Zuschauer, die zum Teil mal googeln muss, aber es ist ja, wenn wir beide sagen, sie sind gut, dann sind sie auch auf jeden Fall nicht schlecht. Die große Suse Nicoletti war eine deiner Lehrerinnen. Die hat mich entdeckt sozusagen, weil ich habe Bühnenbild und Kostümbild eben studiert am Schillerplatz in der Akademie der Bildenden Künste und habe dann, wie ich fertig war, 3 Stücke ausgestattet im Reinhardt-Seminar. Und so als Übung, ne? Und da sah ich auf einmal Menschen, junge Menschen in meinem Alter und dachte mir, oh Mensch, das kann ich auch. Oder nein, das kann ich nicht, um Gottes Willen. Sah aber nicht meine Eltern auf der Bühne des Burgtheaters, wo ich ja nur heiße Hände bekommen habe, wenn ich die nur gesehen habe. Um Gottes Willen, Leute schauen mich an. Durchs Café Landmann zu gehen auf die Toilette war für mich also der Horrortrip schlechthin durch irgendwelche Menschen. Und dann habe ich aber der Susi gesagt, bitte gib mir etwas zum Auswendiglernen, ich spreche es dir heimlich vor. Und du sagst mir knallhart, hat das einen Sinn oder nicht in diese Richtung? Und dann hat sie mir gegeben, eine süße Episode, einen Abschiedsbrief eines jungen Mädels von Schnitzler an ihren Geliebten, der bringt sich dann um. Dann bin ich nach Anif gefahren, wo sie ihren Musicalkurs hatte und habe ihr vorgesprochen. Sie hat gesagt, in der Nähe von Salzburg? In der Nähe von Salzburg, da hatte sie ein Haus und da hat sie Musicalkurse gegeben. Und ich habe ihr vorgesprochen, wie ich halt so denke, dass man vorspricht. Meine Eltern wussten nichts. Und sie hat gesagt, du gehörst auf die Bühne, nicht in die Werkstätten und in den Fundus, auf die Bühne. Sag ich so, und jetzt kommst du bitte mit mir mit nach Hause und erklärst das meinen Eltern, weil da ist Feuer am Dach. Und das war auch so. Die Eltern waren verzweifelt, die Mami hat geheult, der Vater war sauer, der wollte mich am liebsten überhaupt nur verheiratet haben und kein Beruf. So. Und dann habe ich etwas gemacht, was ich für mich als das Schlimmste empfand. Ich habe noch 3 Monologe mit Susi einstudiert, habe meine Eltern im Salon auf die Couch platziert und habe ihnen vorgesprochen. Weil irgendwie muss ich ja zeigen, dass da was ist. Und es war wirklich, Sammy Molcho hätte seine Freude gehabt. Körperhaltung, oh Gott, was kommt denn jetzt? Und dann, oh, wieso wissen wir denn das nicht? Aber ich sagte, ja, das weiß ich auch erst seit jetzt. Und dann haben sie etwas gesagt, was gestimmt hat. Pass auf, du lernst jetzt sprechen, du lernst tanzen, singen, fechten, Stimmlehre, alles. Du machst Schauspielschule, weil nur den Namen Wusso zu tragen ist zu wenig. Und recht haben sie gehabt. Ja. Und dann war ich in der Schauspielschule Kraus und habe auch die beendet und habe mein Diplom gemacht und meine Bühnenprüfung. Und dann habe ich den Segen gehabt. Ja, naja, aber das ist nicht so einfach. Nein, ne? Ist nicht so einfach. Also, und ich wurde auch immer, die Latte war da. Also habe ich beim Fernsehen auch gemerkt. Was, die Tochter von Wusso und Grottendorf? Na, die muss ja unglaublich begabt sein. Ich war auch Anfängerin und Elevin und wie alle Fräulein Unbekannt auch, nicht? Und musste auch langsam reinwachsen. Deswegen war Schwarzwaldklinik ja so super. Lernschwester Elke, ich hatte 3 Sätze hier, einen halben Satz dort, dann ein bisschen Patiententätscheln und das Betten aufschütteln und habe langsam 5 Jahre lang geübt und kam so ins Fernsehen rein. Es war gut. Geübt vor Publikum. So ist es. Und auch noch bezahlt worden dafür. Genau. Das ist ja nicht so schlecht. Ja. Nein, ist nicht so schlecht. Nein, aber am Schwarzwald ging ich mit dem Papa. Ja. Na, wie war denn 83, das? 83, ja. Ja, es war toll. Also der Papi war super natürlich. Er ließ mich in Ruhe. Also er hat immer gesagt, wenn du was brauchst und wenn du Fragen hast, dann komm zu mir. Hat nie irgendwas mit mir einstudiert oder so. Da war die Mami. Die Mami war eine sensationelle Schauspiellehrerin. Sie war beim Peter Weck in der Musicalschule im Theater an der Wien. Sie war im Reinhardt-Seminar, sie war im Preiner. Und sie hat unglaublich viele Privatschüler gehabt und hat mit mir auch Rollen einstudiert. Aber sowas von anders als mit ihren Schülern. Die liebten sie und beteten sie an. Bei mir war sie immer so, komm mal, hörst du die falschen Töne nicht? Und kannst das nicht wiederholen? So. Sag ich, hast deine Schüler lieben dich und bewundern dich. Warum bist du zu mir so grauslich? Sagt sie, weil du mein Kind bist und weil du noch besser als gut sein musst. Da habe ich gesagt, na gut, ich habe keine Chance gemacht. Das machen viele Eltern und das ist zum Beispiel auch der Grund, ich bin zum Beispiel ein Tauchlehrer und beide meine Söhne haben zum Tauchen angefangen, schon sehr früh. Bist du auch so ein Lehrer?
Nein, so? Und deswegen ist es verboten beim Tauchen, dass die Eltern die eigenen Kinder unterrichten. Das glaube ich. Da kommen Dinge in die Quere. Genau, ja? Und ich war nur Assistent einer irrsinnig lieben Tauchlehrerin, die ich ausgesucht habe. Ja. Die haben sie auch geliebt. Ja? Die haben ja gleich am Anfang angefangen. Aber nicht mit dir. Nein, und ich bin nur daneben gewesen, falls sie was braucht und habe den Mund gehalten. Mhm. Aber das ist sehr oft so, dass man vom eigenen Kind mehr verlangt. Oder vom eigenen Mann. Ich habe Skifahren gelernt, aus lauter Liebe zu meinem Mann. Jesus, nein. Ich habe einmal mit deinem Mann bin ich ein Promi-Skirennen am Semmering gefahren. Ah, ja? Dann weißt du, dass er gut fahren kann. Er kann sehr gut fahren. Ich glaube, ich war aber vor ihm. Aber vielleicht musst du ihn fragen. Kann sein. Er fährt super. Vielleicht hat er auch gewonnen. Landeskader ist er gefahren und Skilehrerprüfung. Und er wollte, also ich konnte nicht Skifahren, meine Eltern haben es mir verboten. Nein, also ein Mädchen macht keinen Sport und so in der Zeit so. Ja. Und dann habe ich mit 28 versucht, Skifahren zu lernen für ihn aus lauter Liebe und habe gesagt, nein, ich fahre nicht mit dir und du bringst es mir nicht bei, wir haben nur Krieg. Mhm. Ich nehme mir einen Skilehrer. Richtig. Pass auf, jetzt kommt's. Wir haben gedreht eine Serie meines Mannes, Blaues Blut, Blue Blood für Tele München am Arlberg, Lech am Arlberg. Das war so eine englischsprachige Serie, spielte in jedem Land immer eine andere Episode. Das war eben Englisch und München und Arlberg. Und ich war fertig und habe gesagt, so, jetzt packe ich mein Geld und stecke es in einen Skilehrer. Und der muss lieb sein und freundlich und nett. Und der kriegt ganz viel Geld von mir und ich kann überhaupt nichts. Und dann habe ich angerufen, Skischule Oberlech, und dachte mir, naja, also jetzt kommt so ein kleiner Wurzelzweig daher. So, na, da kam sowas wie du, Hollywood. Um Gottes Willen. Groß, langes, schwarzes Haar, blaue Augen. Ich war fertig. Für diesen Mann lerne ich jetzt Skifahren. Albert rief immer wieder an, sag mal, wo seid ihr denn? Ich kann dir das auch alles beibringen. Sag ich, nein. Ich mache eine Woche lang, bin ich bei dichtesten Schneetreiben in Lech gefahren und habe so die Grundbegriffe des Skifahrens gelernt. Ich habe es nicht wirklich gelernt. Ich habe es dann irgendwann einmal aufgegeben. Du hast zu viel auf den Skilehrer geschaut. Nur auf seine roten Schuhe. Nein, ich war ganz brav. Aber seitdem, also Skifahren, nein. Mein Mann fährt göttlich und er fährt auch Wasserski, toll. Und ich sage immer, das Sport sollen die Kinder machen, meine Kinder machen das alles. Ich ruiniere nicht den Körper, mit dem ich mein Geld verdiene, sicher nicht. Nein, aber du hast insofern recht, als ich habe ja zeitlang, also 10 Jahre in einer Patchwork-Familie gelebt mit der Mutter meiner Kinder, wir waren nie verheiratet, die schon 3 Kinder in die Beziehung mit eingebracht hat, was ich aber toll fand, weil ich wollte eine große Familie. Ich habe gesagt, wir fangen gleich mit 3 an. Ich habe mir bis 40 gewartet, bis ich Vater wurde, bin ein sozusagen älterer Vater. Mhm. Und wir haben dann noch 2 wunderbare Söhne gemacht. Mhm. Und also hauptsächlich sie, der Beitrag des Mannes nein, ist nein, ja nein, relativ nein, bescheiden. Nein, naja, ich sage immer, Händchen halten. Und, nein, ich war schon, aber sie macht Haus. Ausgeburten, also in unserem echt? Haus, im draußen im Whirlpool im Garten, nur mit einer Dings, war ganz ein elementares Erlebnis. Es war 6 Uhr in der Früh am 25. Juni, hat unlängst das Geburtstag gehabt. Ich habe sozusagen die ganze Zeit vorbereitet, nervös, und dann bin ich so dort gestanden in Burgersdorf, das ist draußen gewesen, die Vögel haben gezwitschert, die Dämmerung ist gekommen und mein erster Sohn ist auf die Welt gekommen. Ich habe geheult vor Glück. Aber hast du nicht Angst, wenn was passiert, wo ist das nächste Krankenhaus? Aber das ist doch, was soll denn passieren bei ihrem vierten Kind? Die hat doch vorher schon, wir haben alles gecheckt. Da hat sie sich ausgekannt. Das ist immer nein, gut. Da, wirklich, also da ich, bei ich mir war das anders. Ich bin ja auch eine späte Mami, ich habe mit 38 erste Nike gekriegt, mit 44 die Johanna. Ja. Musste 7 Monate lang liegen. Also wirklich heftig. Zu Hause, im Krankenhaus, Und dann habe ich gedacht, ich kriege wieder so ein archaisches, schönes Erlebnis wie Nikolaus, also Spontangeburt. Noch nichts ist, die Gurken hat sich verklemmt und kam nicht raus und die Nabelschnur um den Hals. Na, wenn ich dann in der Badewanne das bei euch gelegen habe. Das kann man vorher aber mit Röntgen feststellen. Na, das hat man später erst. Die hat sich manipuliert. Okay, wie auch immer. Ich bin kein Fachmann. Aber jedenfalls, also ich finde das toll, dass du das gemacht hast. Nein, ihr nicht. Das war ihre Entscheidung. Es gibt wirklich Dinge, da kannte sie sich viel besser aus. Aber, was ich sagen wollte, da sind wir einmal auf Skiurlaub gefahren, nach Weitring, Tirol, weil dort der Ambros wohnt natürlich und die Bürgermeister kennen. Und da habe ich den Fehler gemacht und sie hatte einen jungen Sohn, ein mittleres Tochter und einen älteren Sohn. Und die Tochter wollte Skifahren lernen. Ja. Und ich bin außerdem auch Skilehrer, also das habe ich gemacht mit 18. Ja, weil ich immer wollte dann, habe überlegt, ob ich beim Studium bei so einem Gymnasium, das war eigentlich der Anschluss, dass ich da ein bisschen Geld verdiene habe ich aber dann nie gemacht. Und auf jeden Fall habe ich geglaubt, die bringe Skifahren ein bisschen bei, die konnte schon ein bisschen, war eine Katastrophe. Warum? Weil es war ich habe sie ja immer so behandelt wie meine
Kinder. Ach so. Ja, und ich war zu streng oder zu Ding. Nach einem Tag habe ich gesagt, weißt du was, ich zahle einen Skilehrer, das bringt nichts. Wir wollen doch die Feindschaft nicht. Ich wollte dir nur recht geben, dass das nicht geht. Nein, das geht nicht. Nein, die Liebe muss bleiben, groß sein und bitte nicht Skifahren, Autofahren oder irgend sowas lernen. Nein, und man ist auch wirklich... Man ist so bemüht, dann, dass der andere das kann. Und warum merkt es nicht gleich oder lernt es nicht gleich? Oder und, so, ne? Und dann hat man natürlich auch, ich habe einmal den ältesten ihrer Söhne eine Zeit lang in meiner Firma sozusagen beschäftigt. Ja. Mhm. Und dann hat man irgendwie macht man sich Vorwürfe, ist das jetzt eine Bevorzugung? Und die anderen Angestellten denken, das ist der Stiefsohn vom Chef und bla bla. Ja, ja. Also da spielen so viele blöde psychologische Dinge zu. Mir auch ein bisschen gewesen, weil die Nachfrage, wenn ich engagiert wurde oder wenn ich mich vorgestellt habe, dann hieß es immer, naja, also die Tochter von Musso, ein Wahnsinn, die muss ja unglaublich sein oder na, die müssen wir jetzt also noch strenger prüfen als überhaupt und so, nicht? Und also das waren die Fallhöhe war oft so groß, also man hat nicht die Chance gehabt, normal angenommen zu werden, nicht? Mhm. Aber es war gut für mich, musste ich mich einfach bemühen, noch besser zu sein. War der Name damals Wusso für dich eine Belastung? Nein, gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Nein, für mich, für uns war es so normal, so aufzuwachsen, weil immer Kasperl zu Hause waren. Und es waren immer irgendwie Kollegen da oder man hat geprobt oder geredet oder diskutiert bis spät in die Nacht oder so. Und somit, es war auch nie ein Problem, dass also die Grottendorf, der Wusso und wir Kinder hießen dann also nicht wie die Mami oder so. Jetzt ist es ja mit meinen Kindern noch kompliziert, sagen wir mal komplizierter. Meine Tochter Johanna Fortellny, Nikolaus Fortellny, weil das ist der richtige Name meines Mannes eigentlich. Albert Fortell ist ja auch ein Kunstprodukt, ja. Barbara Wusso ja auch, also zumindest mein Mädchenname. Aber die haben auch kein Problem damit, man wächst halt so auf, es ist okay, normal. Ja. Naja, gut, ich habe mir nur gedacht, sozusagen, also ich habe meinen Kindern offen gelassen, ich habe gesagt, macht's was wollt, macht's mal die Matura, ja, und dann unterstütze ich euch überall. Im Augenblick will der Ältere eher Sport studieren und der Jüngere Meeresbiologie, weil auch der schön. Ist ein abgefahrener Unterwasser-Begeisterter. Und das ist mir wahnsinnig recht, weil ich glaube, dass es in der gleichen Branche nicht einfach ist. Es ist nicht einfach, ist. Richtig, es kommt allerdings auch darauf an, ob man sich im gleichen Land bewegt. Ich meine, meine Kinder waren mit 3 und mit 6 schon bei den Grammys in Los Angeles. So, also der Kleine war 3, ist in Miami runtergegangen. We are going to the beach. Der spricht besser Englisch als Deutsch. Aber sie hatten nichts mit Musik, wollten sie nichts zu tun? Nein, wobei sie sind beide musikalisch und mein älterer Sohn, der Ruby, auf den ich sehr stolz bin, wie auch auf den Benny, ist unlängst im Stephansdom mit dem Chor des Sacré-Cœur aufgetreten bei einer Messe. Und da war der Papa ganz stolz. Ja. Ja, also der macht im Sacré-Cœur den musischen Zweig. Mhm. Das hat er sich aber selber ausgesucht, weil ich bin ja eigentlich auch sehr musikalisch. Ja, schon, Benny ist aber eher in dem mathematischen Zweig. Ja, wobei, beide dort. Sind beide im Sacré-Cœur. Ja, ich habe sie am Anfang in Amerika in der Schule gehabt, weil wir wollten überhaupt übersiedeln. Ja. Und die Schule in Amerika war einfach, die haben nichts gelernt. Außerdem habe ich unterschätzt, für kleine Kinder in einer Fremdsprache Schule zu lernen, das wie Mathematik und so weiter. Am Anfang haben sie es toll gefunden. Ja, aber bilingual und so. Ja, und dann habe ich gesagt, Österreich zurück und zurück wie nach Burgersdorf, wo ich das Haus ja eigentlich immer noch habe. Es wird einen Augenblick umgebaut. Aber war ja dann auch unter anderem 9 Jahre alleinerziehender Vater. Ja, also da habe ich ja. Das bewundere ich grenzenlos. Das ist toll. Ich verstehe keine Frau, dass sie von den Kindern weggeht, aber es geht mich nichts an. Weil ich meine, das ist. Ich bin ja eine Übermutterglucke. Ich hätte am liebsten 4 Kinder gehabt. Habe leider, und wenn ich das Rad der Zeit zurückdrehen könnte, was ich nicht kann und was auch gut so ist, man kann es nicht, dann hätte ich war ja mit dem Mein Gott, mit dem Wissen würde ich jetzt noch der Stadtteile versuchen, dich aufzureißen. Ja, sofort. Ja, Gottes Willen, wenn du jetzt auf deinen 5 Komplimenten die du mir heute machst. Ja, natürlich, kamen aber auf tiefster Seele. Ja, da hat es mich ganz verlegen gemacht, das ist nicht oft der Fall. Und das ist gut so. Man muss auch einen Mann einmal verlegen machen können. Ja. Man muss einem Mann auch sagen können, dass er gut aussieht und dass er fesch ist und dass es sinnlich ist, lange Haare, finde ich. Und deswegen denke ich mir, also wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, ich war mit dem Albert 8 Jahre zusammen, bevor wir geheiratet haben, dann haben wir 7 Jahre gelebt ohne Kinder. Ich hätte mit 29 die Hochzeitsnacht.
nicht verblädelt und vertanzt und verlacht, sondern genutzt. Wir hatten keine Hochzeitsnacht. Ich hätte die Kinder früher kriegen sollen und nicht erst mit 38, mit 44. Weil ich hätte so gern 3 oder 4 gehabt, eigentlich. Mhm. Aber es ist gut so. Ich habe 2 wahnsinnstolle Kinder, mein Zauberersohn und meine bezauberhafte Tochter. Also ich bin glücklich so, wie es ist, Gott sei Dank. Sprich einmal ein bisschen über deinen Sohn, der ist ja ein ganz toller Zauberer. Der Niki ist toll, der hat mit 16 angefangen, so übliche Zauberkasten und so kriegend. Mhm. Und dann hat er einen Bekannten gehabt, der hat ihm die ersten Tricks gezeigt. Der kam vom Zirkus, ein sehr lieber Freund von uns. Und dann war er so fasziniert und hat also 2-mal den Grand Slam Wiens gewonnen, der Magier. Und Österreichs wurde er mal 2. Und tritt also jetzt überall auf. Er fliegt jetzt nach Dubai Ende August und ist dort eingeladen in das Armani Hotel, glaube ich, heißt das. Dort soll er also eine Woche lang zaubern. Dann Austria Goes Rich, oder wie das heißt, in Kroatien. Das ist so ein riesiges DJ-Festival, wo also von David Guetta und wie alle hinkommen. Mhm. Da zaubert er Backstage. Für die ganzen DJs soll er dort zaubern, auch eine Woche. Also er macht es wirklich gut. Und er arbeitet und er ist fleißig. Und jetzt hat er 9 Monate lang war er Zivildiener, ganz brav, weil ist er nicht beim Heer gewesen. Also Zivildiener in dem Altersheim auf der Grinzinger Allee. Und jetzt ist er dort immer wieder Clubbetreuung und verzaubert dort die alten Herrschaften und es macht ihm große Freude. Und er ist sehr lustig, sehr sozial, sehr mit Menschen umgehend. Also nichts Schauspielerei, aber das ist ja auch ein bisschen Schauspiel, was er da so macht. Stolze Mama. Ja, so. Na klar. Ja, und deine Tochter ist ja... Also, ich muss unbedingt deinen Sohn einmal anschauen, wenn er irgendwo spielt, ja, hin kann. Du kannst ihn ja in diesen Social Media... Ja, ich möchte ihn einmal live sehen. Ja, das also das, wenn du denkst dran, ja, und ich komme gerne und sofort. Sag ich dir. Also die Johanna ist noch immer in der Hofzeile, Maria Regina, so wo ich ja auch war, 12 Jahre, und steht 2 Jahre vor der Matura, sie ist 16 und sie wird... Und ein wunderschönes Kind. Ein wunderschönes Kind, ja. Und ein so süßes. Aber ganz anders. Es schaut aus, als Mami ist adoptiert irgendwie. Die sehen mir beide nicht wirklich ähnlich. Der Albert hat sich so durchgesetzt mit dem blassblond und blauäugig. Aber nein, sie will, glaube ich, Innenarchitektur im Moment machen. Aber was weiß man mit 16 schon? Du, ich wollte Tierärztin, Prinzessin, Balletttänzerin. Ja, Prinzessin bist du heute noch. Ja, immer ein bisschen, ja. Ein bisschen, wenn ich in meinen Schlössern drehen darf, ja, dann bin ich Prinzessin. Ja, was wolltest du werden? Also erst einmal natürlich Prinzessin, dann Tierärztin, dann Balletttänzerin, dann restaurieren. Das hat mein Vater verboten. Ich wollte also Gemälde, alte, hat er gesagt, du kommst nicht in Frage, du bist in alten Gemäuern, da irgendwelche Sachen ruinierst, die Augen und den Körper. Also das wollte ich, weil ich habe immer gerne gemalt und gut gemalt. Also ich hätte alte Meister, ich hätte das so gerne gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, was mache ich irgendwas mit Malerei? Und dann habe ich eben Bühnenbild und Kostümbild gemacht. Und das war auch schon gut. 4 Jahre mit Diplom. Bühne. Aber ich bin sehr froh, dass du dann Schauspielerin geworden bist, weil viele, viele Dinge, über die wir noch sprechen werden, deiner Karriere, sind jetzt schon Markensteine, und so jung wie du bist, das ist ja noch lang nicht fertig. Ja, gut, ja. Wir reden ja dann sicher noch von Oscar, Golden Globe und so weiter, das ist auch 100%. Und du überreichst mir dann den Oscar. Ja, gerne, oder wir machen einen Film miteinander, der einen Oscar gewinnt, das können wir auch machen. Das wäre super, natürlich. So, und ich nehme wieder mal die Anleihe bei Monty Python, die dann immer wieder gesagt haben, and now to something completely different. Jetzt zu etwas ganz anderem. Ja, schau, und pass auf. Moment einmal. Jetzt muss ich sagen, wenn ich die Face sehe. Schau mal, meine beiden Söhne. Nein. Ja. Oh, boah, sind die fesch. Na, warte ein bisschen, schau. Das ist der Ruby. Ja, schau mal, das ist die Johanna. Können wir die irgendwie zusammen irgendwie schon mal bringen? Gottes Willen, ist die fesch. Wie alt ist der Ruby? Der Ruby ist jetzt gerade 18 geworden. Sie ist gerade 16 geworden am 20. Juni. Hey. Aber er hat eine Freundin. Ja, sie hat noch keinen Freund. Ja. Moment, was hat, wir laufen schon wieder. Ja gut, macht da nichts. Du, pass auf, schau, das ist der Benny, der ist 14, der wird im Oktober 15. Und das ist der Nikolaus, das mein Zauberersohn. Das ist dieser tolle Zauberer. Mein Zauberersohn, ja. Ganz toll. Da hast du irgendwie auch ein Video gehabt. Da habe ich ein Video gehabt. Ah, ja. Wo habe ich denn das? Kannst du das? Ja, warte mal, ich muss dir das zeigen. Ja, wir sind auf Sendung. Ja, ich beeule mich, Moment. Ja. Ja, jetzt bist du nervös. Ja, ich mach dich nervös, ich weiß. Na, Gott sei Dank. Du kannst das heute. Ich liebe es, nervös gemacht zu werden. Gut. Da war ich schon. Ah ja, hier bitte. Und er steht vor dir und du weißt nicht, wie das geht. Mit der Lichtkugel.
Und das ist kein Trick, das macht er wirklich. Natürlich ist ein Trick. Okay. Aber er steht vor dir und du weißt nicht, wie es funktioniert. Achso, ich meine jetzt kein Videotrick. Nein, das meine ich ja. Er macht es live und das schaut genauso aus. Und das macht er so gern. Er macht ja sehr gerne Close-Up Magic. Also er hat zwar eine große Bühnenshow auch, ja, so eine 80-Minuten-Show. Ja. Da habe ich gesagt, irgendwann, wenn du es gut kannst, dann schaue ich mal, vielleicht kannst du aufs Traumschiff kommen. Schauen wir mal, ob das geht. Ja. Aber er liebt es, mit Menschen zu ganz nah zu sein, interagieren. Ich sitze irrsinnig gern neben dir. Ja, schön. Ja. Aber du musst weg, gell? Ja, nein, ich gehe wieder rüber, weil sonst wird das Ganze ein bisschen zu... heiß. Ja, das wird mir zu heiß. Ja. Nein, wir gehen ja mal essen und da können wir ja nebeneinander gut sitzen. Gut, Rudi, wenn wir schon vor, ich weiß nicht, wie, ein paar Jahren nicht nein, aber wirklich, haben. Das ist jetzt lustig, liebe Zuschauer und liebe Freunde zu Hause, wir haben uns ewig nicht gesehen. Ewig. Ja, also ich will jetzt, weißt du, eine Dame ist ja immer 39, und eine Frau fragt man auch nicht nach dem Alter. Ja. Na gut, aber ich, also sozusagen, das muss sicher... Na, wann war dein Preis? Die Preisverleihung? Ja, das darf man gar nicht sagen. Die Preisverleihung war, wann war das? In den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Na, so lange haben wir uns nicht nein, gesehen. Nein, ich sage, das gilt nicht. Nein, wir haben uns später gesehen irgendwann bei gesellschaftlichen Dingen, aber so ich würde sagen, so gute 15 Jahre nicht, ja, haben wir uns nicht gesehen. Ja. Und dann lädst du mich jetzt ein. Und es ist ja so, weißt du, ein bisschen auch, erstens einmal, ich bin nicht Kone TV und Max Maderlik sehr dankbar, dass ich hier mich hier verwirklichen kann. Hast, ja. Das ist ja mehr Spaß und es macht mir auch viel Spaß. Und ich danke dir, dass du mich eingeladen merkt hast. Merkt man auch, aber ich lade mich auch hauptsächlich Leute, die ich mag und zu denen ich eine Beziehung habe. Nicht immer, das ist auch manchmal interessant. Man kann Leute ja auch kommen. Eine kriegen erst einmal. Ja, es ist ja auch genau. Aber du, sozusagen, ich habe mich sehr gefreut, dass wir wieder mal plaudern. Jetzt pass auf, jetzt habe ich noch, warte mal, irgendwo wie ein Zettel auch. Schwarzwald mit Papa haben wir gemacht. Ja, eines ist noch, weil wir gesagt haben, wir können dann nochmal auf Kinder zurück und da kann ich stundenlang reden als Papa. Das ist für mich ist ja das unter Umständen, dass das eigentlich der Sinn des Lebens ist. Ja, ist es, absolut. Meine schönste Rolle überhaupt. Ja, also und ihr habt gesagt, meine beste Produktion. Eine Frau, die keine Kinder gekriegt hat. Ich meine, es kann passieren, dass es nicht geht. Ja. Aber das Gefühl, Mutter zu sein, nicht erlebt zu haben, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Weißt du, was ich noch? Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, weil ich habe ja in meiner Patchwork-Familie mit der Mutter meiner Kinder waren es dann am Schluss 4 Buben und ein Mädchen. Mhm. Und ich habe das zum Mädchen, obwohl es nicht meine Tochter war, die hat ja auch einen Vater. Ich habe gesagt, sag es nicht Papa zu mir, weil ihr habt einen Vater. Ja. Sagt es Rudi zu mir. Ich bin der Freund von eurer Mama. Ja. Und ich habe immer was mitgebracht aus dem Ausland. Aha. Jedes Mal. Und die haben immer gewartet, haben den Koffer aufgemacht. Was hat er diesmal mit? Und für das Mädchen habe ich immer als erstes das gehabt und mehrere Dinge. Ja. Sozusagen, das heißt, also du hast dich so reingeschwindelt in ihr Herz. Ich denke, man muss auch ein Mädchen und einen Bub haben als Eltern. Absolut. Und absolut, ich habe, was ich bereue, wenn du sagst, wenn du die Zeit zurückdrehen kannst, ich habe halt damals auch daran geglaubt, dass das für immer halten wird. Ja. Und das war auch mein Wunsch. Und bin mit meinen Buben unheimlich glücklich. Ja. Aber ich finde, man muss sowohl Vater eines Mädchens als auch eines Buben sein, um wirklich den ganzen Kreis zu schließen der Emotionen. Ich wusste ja nicht, was ich... Ich habe ja also alle Untersuchungen in meiner Schwangerschaft gemacht, die man nur machen kann. Ich wollte nur nicht wissen, was es wird. Ich habe immer zu meinem Frauenhaus gesagt, bitte nichts sagen, ich will es nicht wissen. Habe aber einmal vom Nikolaus geträumt, so im 5. Monat ungefähr. Und träumt, er kommt zu früh, was auch der Fall war. Er kam 5 Wochen zu früh. Und dann war er auf einmal da und hat gesagt, er geht nicht mehr zurück. Sag ich, bist du wahnsinnig, das ist zu früh, das geht nicht. Dann rief ich meinen Frauenarzt an und habe gesagt, das Kind ist schon da. Im Traum. Im Traum. Ja. Was soll ich jetzt machen? Naja, er geht auch nicht mehr zurück. Na, dann muss er da bleiben, nicht? Und er sah aus wie ein kleines Alien, nicht ganz dünn, weil er war wirklich 2 Kilo schwer. Nicht? Was das du traumst. Ein Smutschkind, na Wahnsinn. Und dann habe ich von meiner Tochter auch geträumt, weil von der wusste ich ja auch nicht, was sie wird. Und träume von ihr auch so im fünften Monat ungefähr. Und bin in Grinzing. In der Kirche, es ist die Taufe meines Kindes. Mhm. Und ich dachte, und wir haben die Taufkerze vergessen. Und ich renne durch Grinzing und renne in die Trafik in Grinzing und habe gefragt, ob sie Kerzen haben, weil mein Mann will schon Teelicht dort anzünden, das geht ja gar nicht. Und kriegte eine Kerze mit einer rosa Schleife. Und dachte mir, vielleicht wird das ein Mädchen.
Und das wurde ein Mädchen. So genau träumst du? Ich träume super genau. Und das genau. merkst du dir ja. so? Ich träume extrem realistisch und immer und fast jeden Tag. Und in Farbe? Ja, und natürlich in Farbe. Ja. Na, manchmal in 3D, ja. Ja, merkst du das? Das glaube ich dir. Ich glaube dir alles. Ich glaube dir alles. Gott sei Dank. Und, weißt du, ich schreibe ja an dem Buch seit vielen Jahren, sie hat immer recht und er ist immer schuld. Ja? Also du hast auf jeden Fall immer recht. Nein, aber das Interesse, wenn ich mir in der Früh nicht sofort das rekapituliere, ja. habe ich es vergessen. Ja, ich habe so viel im Kopf. Bitte? Schreibst du es nicht gleich auf? Hast du am Nachtkastel nicht irgendwas liegen? Irgendwelche tollen Ideen, die du im Laufe des danach kriegst? Es ist so, der Keith Richards von den Rolling Stones hat mir mal erzählt, das ist ein guter Freund von mir, hat mir mal gesagt, erzählt, dass er neben dem Bett ein Zettel hat und dann Nein, ein Aufnahmegerät, ein kleines. Und oft in der Nacht aufwacht und etwas aufsingt. Mhm. Ja? Mhm. Und dann in der Früh sich nicht erinnern kann und sich denkt, interessant. Und das sind Liedideen. Ja? Also das gibt es natürlich. Ja. Ich habe auch in Miami, wo ich dieses eine Jahr Klausur mit mir gemacht habe, um das Freddie Mercury Buch My Friend Freddy zu schreiben. Ja. Jetzt in der Corona-Zeit war das sehr passend, weil ich mich abgrenzen konnte. Habe ich oft nur mehr Ideen gehabt und mein ganzes Bett war voll mit Zetteln. Aha, ja? Und ich musste in der Früh immer ordnen. Also du bist auch noch so ein bisschen analog, ne? Nicht ich nur bin analog, ja, ich obwohl ich sehr viel mit dem auch aufgrund meiner Söhne hauptsächlich mache. Ja, ja. Ich auch langsam. Aber ich schreibe Tagebuch seit 1972. Wirklich? Und schreibe ich das wäre interessant. Fast täglich. Das wäre interessant. Ich habe jetzt gerade Tagebücher mitgenommen. Ich war in Deutschland bei einer Show und da hieß es, also die Show handelte um den 18. Geburtstag und ich habe also meine Tagebücher. Hast du aus dem Tagebuch was gelesen? Ja. Na, was habe ich gekriegt am Geburtstag von meinen Eltern, von meinem Bruder, geschenkt? Das 18 war die Show mit dem Gottschalk. Das war die Show, wenn ich sagen darf. Ja, natürlich. Also, Thomas Gottschalk Show, endlich nochmal 18. Ja. Und, das ist ja fast unlängst, ne, sozusagen. Nein, ich bin 60 und ich stehe dazu. Es ist Blödsinn. Nein, schau, man fühlt sich, wie ein ich mich Kompliment fühle. Ein Kompliment. Ja, danke. Ist ich fühle mich ja wie, weißt du, in der Früh wie 120 und in der Nacht, ich bin ja ein Nachtvogel. Ja. Ich gehe nie schlafen vor 1:30 und stehe aber um 6:30 auf. Wirklich, so spät? Ja, ich liebe die Nacht und ich brauche 4 Stunden Schlaf, 5 vielleicht. Ja, interessant. Na, das kommt immer darauf an, wo ich bin und wie ich, wurscht, was für einen Lebensstil. Nein, ich habe also zu Hause genauso wie wenn ich unterwegs bin. Und du? Naja, bei mir ist es so, das kommt ganz drauf an. Derzeit, ich war ja 20 Jahre in Amerika, hauptsächlich, bin immer hin und her. Aber in Miami warst du nie in Los Angeles, Miami, oder? Nein. Naja, bei Los Angeles habe ich gearbeitet und habe mit Recording Academy zu tun gehabt. Ja. Ich war auch eine Zeit lang dort, Roger Taylor von Queen, ein Freund von mir, hat dort ein Riesenhaus, das er nie benutzt. Mhm. Also, ich habe mich nicht wohlgefühlt in L.A. Und ich habe auch nach 2 Grammys gesagt, die warten nicht auf eine tolle Zahl aus Österreich. Nein, weil dort gibt es lauter Leute, die haben 10 Grammys und 5 Oscars. Ja? Weißt du, was ich meine? Aber du wärst lieber in Miami, bist du lieber gewesen als in Los Angeles? Weil wir waren ja lange mein Mann hat lange gelebt in Los Angeles. Ich fand sie immer sehr groovy und sehr relaxed. Schau, das ist eine. Und natürlich die ganzen Kasperl waren dort, nicht? Und dann gab es immer irgendwelche Partys mit Schauspielern und Casting und Quitschi Quatschi. Ja, auch ein Zugang. Ja. Bei mir war es so: Mein Zugang war, dass ich rund um 2000 gesagt habe, ich habe meiner Mutter versprochen, dass ich noch einen Oscar gewinne. Und das werde ich auch. Ja, natürlich ein Dokumentar-Oscar, vermutlich. Gut. Ich war auch einmal unter den letzten 10 mit der Dokumentation Die Akte Joel, was war das, was die Nazis dem Urgroßvater von Billy Joel angetan haben. Da war ich unter den letzten 10, aus denen dann die 5 Nominations kamen. Da habe ich gemerkt, hoppala, das ging halt. Das ging halt. Ja. Ja? So. Und es war gar nicht einmal der beste Film in meinem Leben. Inzwischen, glaube ich, man hat ja so eine eigene Hitparade. Aber meiner Mama wird es versprochen, die ist inzwischen im Himmel und ich halte immer, was ich verspreche. Ich habe meinen Söhnen auch erzogen und gesagt, was man verspricht, muss man halten. Und wenn man es nicht hundertprozentig weiß, darf man es nicht versprechen. Ganz wichtig. Das ist richtig, ja. Ganz wichtig. Wenn ich jetzt sage, okay, ich bemühe mich, aber 99% denkst, aber wenn ich sage, ich mache das, dann mache ich das immer. Wirklich, und selbst wenn es mir dann, wenn ich es machen muss, gar nicht mehr recht ist, was versprochen ist, das ist wirklich, das habe ich ein. Das ist ein guter Prinzip. Das, glaube ich, sind meine Eltern. Ja, da, solche Prinzipien. So bin ich erzogen worden und es ist ja auch vieles gut oder sehr vieles gut gewesen, wie sie mich erzogen haben, wenn nicht andere Dinge. Nein, aber wo waren wir? Billy Joel.
Ja, hast und du gemacht? Was hast du mir eigentlich gefragt? Ich habe dich gefragt, Los Angeles. Warum du lieber in Miami als in Los Angeles genau. gelebt. Genau, und dann habe ich mir gedacht, ich muss in Amerika, habe ich noch eine Rechnung offen. Ja, ich bin ja im Jahr 2000, bin nie ausgewandert, ich bin in Österreich und habe gesagt, Amerika. Und damals war es noch so, dass du in Amerika ein Büro haben musstest, eine amerikanische Telefonnummer, ein amerikanisches Handy, damit du ernst genommen wirst. Green Card, Bankverbindung, nein. Ja, das Zweite. Auch, ja. Aber ich bin immer am Anfang, noch in den 90er Jahren, so 4 Wochen nach L.A. oder nach New York, irrsinnig viele Meetings und dann hat sich selten was ergeben, weil die rufen nicht in Österreich an. Nein, die rufen nicht einmal in London an, in Wahrheit. Ja? Sozusagen, Amerika glaubt, sie sind die Besten und die Einzigsten und sie sind ja auch in vielen Sparten. Sind sie es auch. Sind sie top of top, ist überhaupt keine Frage. In unserer Branche sind die Größten und die Besten oder viele der Besten. Sowohl Musik als auch Schauspieler. Genau, sind in Amerika zu Hause. Und es gibt da ganz viele tolle Leute, obwohl ich sehr kritisch Amerika gegenüberstehe, auch so, vor allem unter Trump, aber jetzt ein anderes Thema. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss die, und dann habe ich es ausprobiert und Los Angeles war zu viel Zeitunterschied, weil ich ungefähr ein Drittel meiner Arbeit noch in Europa mache. Und deswegen musste es Ostküste sein und da war eigentlich nur New York oder Miami, wobei Miami gar nicht so in der Branche ist, aber du bist in Amerika. Ja, und es ist ein bisschen netter zu wohnen, gell? Und, und ich liebe das Klima, weil ich ja... Das Meer vor der Tür. Weil ich ja sozusagen, ich bin kein Sonnenanbeter, aber ich brauche die Helligkeit. Ja. Wenn es in Österreich um 4 dunkel wird im Winter, geht bei mir die Energie runter. Und ich werde depressiv, das recht. Ja, das glaube ich da, ja, stimmt. Und, also deswegen Miami, verstehe. Nein, und deswegen bin ich, und dann bin ich draufgekommen, weil das so ein Grätzl ist, wie in Döbling, wo wir uns kennen. Dass man sich ja doch dass kennt. Dass man alles in kann ich gehen, in L.A. unter einer Stunde und ohne Auto bist du aufgeschmissen. Schau, wenn Arbeit war, bin ich immer nach L.A., aber ich habe mich nicht so arrogant überschätzt, dass ich glaubt habe, Hollywood wartet auf mich. Nein, also ich habe es überhaupt nicht bedacht, also was den Beruf betrifft. Mein Mann hat sich wirklich 15 Jahre dort hingesetzt und hat also auch gedreht dort, hat mit Robert Wagner eine Serie gedreht und mit Sidney Poitier, Little Nikita und so. Also er hat wirklich gedreht. Durchaus große Namen. Große, schöne Namen, auch gut gearbeitet. Vielleicht war es ein bisschen zu lang, als er drüben war. Aber ich habe Schwarzwaldklinik gedreht und ich bin immer so mehrmals im Jahr bin ich auch rübergeflogen und habe auch einen Acting-Workshop dort gemacht mit Nina Frosch. Das war auch ganz lustig. Aber ich fand das Lebensgefühl, dass du so mit, er hatte ein altes Auto, ein Mercury Cougar Convertible, weiß. Und mit diesem Wagen, den du angestartet hast und der losging und dann cruist man so den Sunset Boulevard. Ja, hin. Gut, das habe ich auch gemacht. Langsam. Geil. Und dann Ocean Drive. Ja, ist langsam. Ja geil, das ist keine schon Frage. Und die langen Palmen, nicht? Und es war ein schönes Lebensgefühl. Leben würde ich dort nicht wollen. Das Kinder erziehen wollte ich sicher nicht dort, hundertprozentig nicht. Also es geht, und in Deutschland eigentlich auch. Ich bin dankbar, dass ich in Deutschland arbeite, seit 83. Ja. Aber leben nur in Österreich und eigentlich nur in Wien. Das ist schon richtig. Nein, aber das ist genau das, was du sagst. Ich habe mein Büro nach wie vor in Amerika. Ja. Ich gehe darüber arbeiten. Ja. Jetzt da vor Weihnachten HBO, jetzt ABC New York. Sozusagen, aber ich habe mich entschieden, ich habe ja 20 Jahre in Österreich und Miami gelebt, dass das Leben, also die Zeit, wo ich mir es aussuchen kann, schau, ich habe ein Drittel des Jahres Amerika-Projekte, ein Drittel des Jahres Europa-Projekte. Ja. Und das dritte Drittel ist wurscht, wo ich bin, weil da schreibe ich entweder Bücher, Drehbücher, Konzepte oder überlege, was ich als nächstes mache. Über das Computer überall ist man ja überall verbunden. Genau. Und die Pandemie hat mir ein bisschen nachdenken lassen, dass ich nicht vom Liebsten, was ich habe, meinen Söhnen, so von einem 12-Stunden Transatlantikflug getrennt sein möchte. Stimmt. Das heißt, im Augenblick spitze ich ein bisschen auf Spanien, vielleicht auch Festland, weil dann kann man immer mit einem Auto oder einem Zug zu den Buben fahren und so weiter und so weiter. Wenn wieder, ich konnte ja monatelang nicht fliegen. Ah, du warst gefahren. Ich war genau in der Zeit dort, wo das Ultra, entschuldige, das heißt Scheiße war. 20, das ganze Jahr 2020. Ja? Ja, im November 19 wo warst du beim absoluten Lockdown? Weil dann erzähle ich dir, wo ich war. Wo warst du beim Lockdown? Bei welchem Lockdown? Wie es wirklich zuging, 1. April. Nee, ich war drüben in Amerika. Ah, nur da war noch kein Lockdown. Die Lockdowns in Amerika waren alle ein Witz. Amerika hatte Bundesstaat für Bundesstaat unterschiedliche Lockdowns. Und die waren dann, man darf noch in den Supermarkt, in die Kirche, am Sportplatz, Football ist gespielt worden, das haben die Lockdown gemacht. Ich war auf dem Traumschiff, ich habe noch gedreht in San Francisco, in Los Angeles, am Landgang und dann so 2, 3 mexikanische Orte. Und dann war 1. April, also nein, da war, Achtung, irgendwie März, Anfang März und dann war Schluss. Und da lagen wir vor Panama.
Und wir durften keinen Hafen mehr anfahren und wir durften, wir wurden nur befüttert, also betankt und dann ging es 21 Tage durch die ganze Karibik ohne Stopp, durch den ganzen Atlantik ohne Stopp, Golf von Biscaya mit Windstärke 11,5 ohne Stopp, also 21 Tage von Panama nach Bremerhaven. Und es ist uns nichts passiert, wir sind alle gesund geblieben, mhm. wir haben uns alle umarmen können, weil es war kein Fall an Bord. Mhm. Und dann haben wir aus der Tischwäsche des Restaurants und aus den Tischtüchern haben wir Masken geschneidert, weil wir hätten nicht von Bord gehen dürfen in Bremerhaven ohne Masken. Nicht. Und dann war dieser Wahnsinn, nicht dieses Lockdown. Also deswegen sage ich, also bitte lasst uns das jetzt alles hinter uns bringen, so schnell wie möglich. Also du warst die ganze Zeit in Amerika? Ich war in Amerika, ja. Also ich habe es, und am Tag war... Und wann bist du zurück? Ich bin zurück im Dezember letzten Jahres, am 15. Dezember, 10. Dezember. Kurz das vor ist Weihnachten. Lang. Ja. Wahnsinn. Na, das ist lang. Ja, und es ist auch so, dass normalerweise meine Söhne immer den ganzen Sommer oder den Großteil des Sommers in Miami, die durften nicht einreisen, weil Amerika hat ein Einreiseverbot für Europäer. Das wissen die meisten Leute nicht. Ja, weil wir ja so giftig sind. Ja, ja, aber das haben sie gemacht, da waren die Brasilianer viel mehr. Dort. Das war mit Logik, hatte das nichts zu tun. Nee, ja, das war reine Politik. Ist ja wurscht. Also, das ganze Thema ist, die Leute wollen ja auch nichts mehr hören davon. Das ist auch zu Recht so. Es ist trotzdem etwas, was uns fürchterlich noch beschäftigen wird. Es wird uns eine Zeit lang begleiten. Ja. Aber was sind denn deine Zukunftsprojekte? Oder da kannst du irgendwas verraten, was so ein bisschen im Raum schwebt? Ich weiß ja nicht, wann diese Sendung ins Fernsehen kommt. Was schwebt denn da im Raum? Also ich weiß, dass ich jetzt übermorgen wieder aufs Traumschiff fliege, aber nach Bremerhaven. Das Schiff darf noch nicht fahren. Wir stehen jetzt schon zum vierten Mal für vier Schiffe in der Werft in Bremerhaven oder in Emden. In der Werft steht das Schiff und wir drehen alle Innenaufnahmen auf dem Schiff. Gott sei Dank gibt es Greenscreen. Mhm. Und Gott sei Dank haben wir viele Aufnahmen vorher gemacht bei dieser Überfahrt. Und somit können wir uns coronamäßig durchschummeln. Und die Filme sind auch sehr, sehr gut. Ich war im Januar war ich auf den Malediven. Habe also den Landteil von der Weihnachtsfolge da gedreht. Das war eine Insel, die 400 Quadratmeter groß ist. Nur das Filmteam drauf ist, alle getestet. Kennt die Malediven, ja. Welche Insel, weißt du noch? Ja, Como Cocoa hieß sie. Okay. Ganz kleines Ding. Welchen Atoll ist das? Baa-Atoll. Baa. Und dann waren wir im November waren wir Como Malifushi. Also es ist natürlich sehr angenehm, weil die Inseln sind so klein, es kommt kein anderer Mensch raus. Nur das Filmteam ist drauf. Und die Angestellten schon 14 Tage vorher in Quarantäne. Also, und wir werden dauernd getestet und Fieber gemessen. Also insofern, es ist toi 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 auch nichts passiert. Und wir müssen halt den Schiffsteil auf dem Schiff in der Werft drehen, was nicht so spannend ist. Aber wir schaffen die Schiffe und die Leute können dann Weihnachten und Silvester endlich wieder Traumschiff gucken, seit 40 Jahren. Ne? Ja, das ist ja wichtig. Also und das geht auch weiter und dann bin ich sehr gerne, dann bin ich um Himmels Willen, da war ich drin in der Show, dann habe ich doch das große Promi-Backen gemacht. Ja, um Himmels Willen mit Fritz Wepper. Mit Fritz Wepper, ja. Das ist die Geschichte in diesem Kloster. Ne? Ja. Ist leider aber jetzt eingestellt worden, leider. Ja, das ist aber doch so gut gelaufen, oder? Ja, du, 20 Jahre. Ein Wahnsinn. Nicht aber warum? Jahr? Weiß nicht warum. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Irgendwie die werden schon ihre Gründe haben. Obwohl der Fritz Wepper ist auch schon fast zur Unkenntlichkeit operiert. Aber sieht noch immer gut aus und ist sehr charmant. Nein, also der ist ja sehr charmant. Nein, um Gottes Willen, das ist jetzt. Ich bin ja noch ein Kind des alten Derrick. Ich kenne den Fritz Wepper noch. Eltern das wissen haben viele unserer Zuseher heute, wissen gar nicht, worüber wir reden. Derrick war eine super Krimiserie. Meine Eltern haben sehr oft mitgespielt, der alte Derrick Tatort. Ja. Der Vorgänger vom Tatort sozusagen. Aber das schauen ja die Jungen sehr auch nicht. Meine Söhne tun überhaupt nicht mehr Fernsehen. Die schauen nur Netflix und so. Ne? Meine Söhne schauen Netflix, sind online, Games. Und Gott sei Dank, mein älterer, jetzt immer weniger und viel Sport und trainieren und so weiter. Auch, Volleyball spielen und so weiter. Mein jüngerer, sehr viel in dieser Kastelwelt drin. Das ist ja auch ist sozusagen ein Nachteil, Entschuldigung, wenn man darauf zurückkommt, der Pandemie gewesen, dieses Online-Learning. Das war der Grund, warum ich mir in Vösendorf im Tierheim einen Hund geholt habe. Ja. Einen entzückenden Biegen. Weil ich habe das nicht mehr ausgehalten, dass die dauernd vor den Kasteln sitzen und nicht an die Luft kommen, raus. Also Nikolaus macht nicht so viel Sport, der war ja dann auch in dem Heim, in diesem Pensionistenheim, aber raus an die Luft. Du weißt, wie schön das ist, durch den Wienerwald zu spazieren. Ich lebe doch am mein Haus in Burgersdorf ist am Wiener, aber ich schaue, mein Grundstück ist aus, ein Bach und dann ist der Wienerwald. Wald ist hat mir 30 Jahre lang Kraft gegeben. Wald ist so wichtig und so gesund und gibt
so viel Kraft und so viel Energie. Wald ist toll. Ein Traum. Ja. Und wir sollten aufpassen, dass wir nicht zu viel davon kaputt machen. Wir machen eh schon viel zu viel hin. Du, was sind denn, wir gehen schon, die Zeit ist verronnen. Wir gehen schon langsam in die Endrunde oder Endrunden. Du hast gesagt, Wahnsinn, eine Stunde, aber so geht's. Ja, na gut, wenn man so einen tollen Gast hat. Wenn man so viel zu erzählen hat und wir haben so viele Gemeinsamkeiten, ist doch toll. Ja, wunderbar. Du musst noch einmal kommen. Ja, ja. Aber was sind denn so Ambitionen oder Dinge für deine Zukunft, die du noch so vorhast? Oder wo du sagst, das würde ich vielleicht gerne nochmal machen, sowohl beruflich, vielleicht. Beruflich, ich würde gerne in Wien nochmal Theater spielen wieder, weil das ist ja wirklich seit 83, 84 schon länger her. Mhm. Ich spiele in Deutschland überall und ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe Theater gespielt in Frankfurt, in Hamburg, in Düsseldorf, in München. In Bad Segeberg Freilichtspiele. Also in Wien auf einer Theaterbühne stehen. Habe ich aber schon oft deponiert, wird irgendwie, sieht man nicht, hört man nicht. Na, schauen wir mal, vielleicht kriegen wir das hin. Also liebe Theaterdirektorinnen und Theaterdirektoren, ich kann nur wärmstens empfehlen, Barbara Russow auf einer Wiener Bühne, das würde ich mir wünschen. Und ich würde auch so natürlich zur Premiere kommen, was immer du spielst. Ich komme überhaupt zu jeder, zu allem, was du mir hast. Du, und ansonsten habe ich aber auch sehr viele Charity-Projekte, sage ich jetzt mal. Das habe ich vergessen, du bist ja... Also ich habe die Kinderkrebs-Nachsorge Klinik meines Vaters übernommen in Tannheim, das ist im Schwarzwald. Dann habe ich Team Leb, das ist eine Aktion gegen Abtreibung. Die unterstütze ich sehr. Ich bin natürlich, Pink Ribbon unterstütze ich auch, wo immer ich nur kann, ist auch ganz wichtig. Pink Ribbon, muss man dazu ist die, sagen. Ist die Brustkrebs-Initiative. Vorsorge. Natürlich, ganz wichtig. Also für dass, Frauen. Dass man zeitgerecht sich untersuchen dem stellt, lässt bevor und sich stellt. Man noch so ist es. Knoten Und wann findet. Immer mich, man mich fragt, ob es irgendwie, ich war in Manila für ein Herz für Kinder und habe dort also ein Heim aufgebaut für Spenden, mit Spenden für obdachlose Kinder, für diese Slum-Kinder im Hafen von Manila. Ich war in St. Petersburg, da haben sie für schwerstbehinderte Kinder ein Heim gegründet für RTL-Spendenmarathon. Also wenn man mich fragt für Kinder, ist mein Herz so offen und ich helfe, wo ich kann und stelle mich zur Verfügung. Ich bin aber auch gerne in Vösendorf und helfe auch den armen Kinderhunden, die da jetzt also in der Pandemie alle genommen werden. Jetzt werden sie alle wieder zurückgebracht. Vösendorf ist ein Tierheim. Ist das Tierheim, ist das Tierschutzhaus in Österreich, also in Wien, bei Wien. Eines davon, es gibt ja einige. Ja. Es gibt ja einige. Also ich denke mir, wenn ich mir schon über diese jetzt, sagen wir mal, 40 Jahre einen Namen gemacht habe, und habe ich auch eine Verpflichtung und eine Verantwortung, wenn ich ihn irgendwo gut einsetzen kann und die Leute auf mich hören oder was wollen von mir und sagen, ah, die macht das auch, oh, das ist aber interessant, bin ich dabei für gute Sachen. Du bist so eine wunderbare Frau. Das lassen wir jetzt einmal stehen, das meine ich auch von tiefem Herzen. Also dein soziales Engagement bewundere ich auch und ist auch wichtig. Ich auch, finde auch, dass man eigentlich die Verpflichtung hat. Ja. Das muss jeder spüren, aufgesetztes Ablätzchen. Aber nein, ich sage immer, auch. Ja, ich sage auch immer, ich muss einmal im Jahr oder wenn es geht öfter etwas machen mit meinem Handwerk, Talent, Namen, was jetzt nicht primär hilft, irgendeinen Musiker Nummer 1 in der Hitparade zu machen, wobei das alles, ich liebe meinen Job, sondern deswegen habe ich da Austria für Afrika, für Hungernde etc. gemacht. Oder Sting, Regenwald-Initiative, leider holzen sie es immer noch ab. Ja. Aber einfach, das muss ich einfach machen, das hat auch ein bisschen mit ohne Maulkorb meinen Beginn zu tun. Ja. Weil damals war das immer eine Mischung, soziales Engagement und Entertainment. Ja, und ich finde auch, dass Unterhaltung kann manchmal was mit Haltung zu tun haben und das sollten wir uns merken. Ist auch, das hat auch mit Berühren zu tun. Ja. Man muss Menschen berühren und faszinieren. Und wenn man sie berührt, dann sind sie vielleicht berührt, gerührt und helfen. Mhm. Weißt du? Du hast mich heute fasziniert und berührt. ist eine ganz große Geschichte. Vielleicht noch ein, gibt es noch irgendein letztes Wort, was du sozusagen an die Nation richten möchtest, was dir besonders am Herzen liegt? Ja, es gibt zwei Sprüche meiner Mutter, die mir immer im Gedächtnis geblieben sind. Der erste Spruch ist, man kann dem Leben nicht mehr Tage geben, aber den Tagen mehr Leben. Es war ein besonderer Tag, dass ich heute zu dir kommen durfte. Dankeschön. Und das andere ist, Humor ist der Knopf, auf den man drückt, bevor einem der Kragen platzt. Es ist ganz wichtig. Nimm Dinge mit Humor. Ob das jetzt unsere schwierigen Zeiten sind
oder schwierige Zeiten im Beruf, versuch es mit Humor zu nehmen und es geht immer ein bisschen leichter. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Natürlich hast du das Schlusswort. Ganz liebe Grüße an den Albert. Danke, richtig. Ja, ganz liebe Grüße an deine beiden Kinder. Ganz liebe Grüße an deine Kinder. Ja, vielleicht bringen wir wirklich die Tochter mit. Du hast es nicht geschafft, haben vor Jahren. Vielleicht bringen wir die Kinder zusammen. Aber es ist so, ich glaub, die finden sich schon selber ihre Dinge. Ich glaube, immer wenn so Eltern versuchen, was einzuleiten. Nein, aber es würde gut passen. Ja, das ist wunderschön. Und gehen wir mal essen alle miteinander. Ja, wenn ich es zusammenbringe. Das ist gar nicht so einfach mit meinen Söhnen. Wenn wir vorher Fotos geredet haben, ich habe sie ganz früh immer gefragt, ob sie einverstanden sind. Mhm. Also ich habe irrsinnig lang keine Home-Stories gemacht. Ja, und nicht, jetzt, ja. Bevor ich was poste, frage ich sie. Wenn wir laufen, mit meinem Sohn, sage ich, kann ich das posten? Mama sagt dann nein. Nein, das kommt nicht in Frage, auch wenn ich ausgehe oder wenn wir zu irgendwelchen Premieren oder was eingeladen sind, die Kinder wollen nicht aufs Foto drauf. Auf jeden Fall könntest du zur Seite gehen. Ich zwinge niemanden. Nein, das tut man nicht. Nein, das ist ihre eigene Persönlichkeit. Mein lieber Rudi. Ja, danke, meine liebe Barbara, vielen, vielen Dank für diese wunderbare Stunde. Ja, ich hoffe bald wieder. Bitte. Und definitiv bald ein privates Abendessen. Ja. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Eingeblendet sind jetzt wieder alle Social Media Plattformen, wo ihr mir folgen könnt. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Natürlich auch immer jeden Sonntag meine Sendung Rudi Backstage, die Musiksendung, die ein bisschen hinter die Kulissen blickt. Ich sage danke der wunderbaren Barbara Wussow. Danke fürs dir. Zuschauen. Und am Schluss wie immer Love and Respect. Boom, boom, boom.